Moin Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und wie zu sehen ist, sind wir bei der Soleil Royal ja schon mit Pack 4 fertig. Das heißt, es muss ja dann nun weitergehen mit Pack 5. Und den packen wir heute mal aus. Und wie wir das schon kennen, eine große Tüte mit einem Haufen Ausgaben. So, als erstes haben wir schon mal wieder 6 weitere Bauabschnitte, wo wir Leisten bekommen für die Außenbeplankung. Also denk mal, dann werden wir ein ganzes schönes Stückchen weiterkommen. Dann haben wir hier wieder Niedergang drinne, Nägel, die aus der kleinen Tüte sich schon selbstständig gemacht haben, und große längere Holzleisten. Die einen sehen wohl so aus wie für eine Gräting. Und einmal haben wir eine dickere. Und da habe ich ja schon mal vorgeluschert. Da ist ja klar, dass man da schon in die Bauanleitung schon mal vorher reinguckt. Weil zurzeit ist bis Paket 7, kann man die Bauanleitung auf Deutsch runterladen. Und aus diesen Leisten werden dann solche Stützen davon gebaut. Stützen für Nagelbänke. Dann haben wir hier, kommt schon mal ein Anker und Kanonen. Noch ein Anker und Ankertau. Aber ich denke mal, das werden wir hier ohne. Hier sind sogar 2 Anker drin. Und Ankertau, aber das werden wir, denke ich mal, noch lange nicht brauchen. Dann Ösen, die dann hier oben, denke ich mal, reinkommen. Noch ein Anker und Kanonen. Weitere Kanonen mit Lafetten. Ja, da sind ja auch nachher ein paar zu machen. Und hier haben wir nochmal 2 Kanonen und ein Niedergang mit Nägel. Das heißt, es wird ja dann bald weitergehen mit Pack 5 und sprich Ausgabe 43. Ich freue mich da jedenfalls drauf. Ich hoffe, dass ihr weiterhin so zahlreich einschaltet. Ein paar mehr Leute interessiert das ja mittlerweile. Das freut mich besonders. Die Abozahlen wachsen. Das finde ich gut. Ich mache das ja nicht nur 3 Leuten zeigen oder 4. Das ist schön, dass da Interesse da ist und dass unser Hobby so viel Anklang findet. Also, nun kommen wir zum Schluss und mir bleibt nur wieder nur zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und keep my weather in.